Ich bin schon richtig betrunken. Ich bin der Noah Bachhofer und ich bin. Okay. Ich bin der Noah Bachhofer und ich bin Koch. Und ich bin nicht da, um mich beklagen über Leute, die chöge sind, wie wir sagen. Also über Leute, die heikel sind, wenn es ums Essen geht. Das beste Beispiel ist immer, ich habe Zwiebeln nicht gern. Hast du eine Weindock gesehen über Zwiebeln? Nein. Gibt es eins, wo Ja. Zwiebeln nicht gerne hat? Nein! Eine Liebe, die zu Ende geht, ein Wunsch, der sich nicht erfüllt. Alles nicht so schlimm wie auf eine Zwiebel beißen. Sie sagen, oh, mach nichts, es ist verkocht, du merkst es nicht. Wenn es Ja! verkocht ist, es ist aber gleich drin. Nein, das ist eben falsch! Das ist falsch! Zwiebeln ist einfach nur Süße und Umami, wo du kannst in ein Gericht hineingeben, Röstaroma. Das musst du einfach wissen, wie du verwenden. Würdest du etwas essen, wenn dir jemand würde sagen, es ist etwas Scheiße drin? Aber du merkst es nicht, es ist verkocht. Der Moment, wo du auf eine rohe Zwiebel beißt, es ist eine Nahtoderfahrung. Empfindlich auf rohe Zwiebeln kann ich verstehen. Finde ich okay. Aber Zwiebeln ist so viel mehr. In jedem Fond, in jeder Suppe, die du isst, hat es Zwiebeln drin. Du merkst es einfach nicht. Wenn ihr so Grundzutaten nicht gerne habt, dann nimmt euch einfach niemand ernst. Oder Leute, sorry, das geht nicht. Leute sagen, ich habe Pfeffer nicht gern. Und wenn du 20 verschiedene Lebensmittel nicht gerne hast, dann solltest du vielleicht mal über dein Leben nachdenken. Es gibt Leute, die sagen, ich kann Salat nicht gern. Es gibt Blattsalat, Herdöpfelsalat, keine Ahnung, Nudelsalat. Das ist so unterschiedlich im Geschmack. Es kann nicht sein, dass du alles nicht gern hast. Oder am geilsten ist, wenn jemand sagt, ich kann Gluten, vertrage ich nicht. Fair. Und wir servieren dann ein glutenfreies Brot und ein normales Brot für dein Gespendli. Und du dann noch gleich vom normalen Brot noch so kurz einmal probieren geht schon. Ich will jetzt nicht Krankheiten beherrschen, also wirklich, wir nehmen das sehr ernst. Wir nehmen das sehr ernst im Restaurant. Aber bei gewissen Leuten fällt es einfach schwierig, es zu glauben. Der Nico ist einer von diesen Kollegen von mir, die so eine riesige Liste haben, wenn ich mit ihm essen gehe, was sie pauschal schon mal nicht essen. Nico ist wirklich so ein ganz mühsamer. Nico, ich habe für dich schon tausendmal Sachen gekocht, die du eigentlich nicht gerne hast. Und du hast es geliebt. Lieber Nico, bitte, bitte nimm dich zusammen.